Hallo zusammen, endlich mal wieder Skat. Ja, so ist es. Das Rocket winkt nach dem Turnier, ist vor dem Turnier. Und ich habe tatsächlich vorhin schon um 16:30 Uhr meine erste Rocket-Liste aufs Parkett gelegt, weil ich irgendwie wieder richtig Lust habe und denke, in dieser Woche spiele ich vielleicht ein wenig mehr und versuche es mal wieder wirklich ernsthaft für eine Monatsmission. Und ja, heute Morgen oder heute Vormittag hat es. Vormittag 16:30 Uhr hat es schon mit einer 600er-Liste gut geklappt. Und dann schauen wir jetzt mal, was hier passiert. Also erstens mal können wir schon mal sehen, ich habe zwei Buben, ich habe ein Ass und eine 10. Trotzdem sind die Jungs reizfreudig. Gut, einer offensichtlich null Ouvert, dann wird der andere wohl den Grang spielen, so ist es. So, da ich nur ein Ass, in Anführungsstrichen nur ein Ass dagegen habe, zwei Buben, kann das natürlich trotzdem ein Weltriesengrang sein. Das werden wir gleich mal rausfinden. Ja, zumindest hat er schon mal zwei Buben. Und vermutlich hat er auch drei Asse, sonst hätte mein Partner wohl einen Ass vielleicht mal aufgeschlagen. Ja, so ist es auch. Also locker zum Sieg dieses Spiel. Und ach du Elend, Kreuz 10 auch noch. Gut, dann müssen wir jetzt mal zusehen, ob wir aus dem Schneider kommen. Ik werde es mal mit dem Zwischenzug Pik Ass versuchen. Aha, Pik 10. Ist dann wohl im Keller, aber mit dem Herzstich sind wir dann auf jeden Fall raus. Naja, zweites Spiel. Das ist doch mal ein Ansatz. Ich war gerade am Überlegen, wie weit ich den wohl reizen würde, aber die Frage stellt sich gar nicht, denn beide passen. Und da bin ich natürlich dabei. Komm, wie wär's denn mal so wie damals mit Kreuz und Pik Bube? Ja, fast. Herz Dame Karo 9. Also ist das denn zu glauben? Bei Passe, Passe, so eine miese Rotzfindung. Jetzt haben wir natürlich hier ein Spiel der Problemkategorie, wo irgendwie alles funktionieren muss. Am besten ein günstiger Trumpfstand und die Pik 10 muss natürlich ihren Stich machen. Gut, das lässt sich jetzt alles wenig kontrollieren. Da müssen wir jetzt einfach mal mit ein bisschen Glück, Augen zu und durch und starten mit Trumpf. Okay, Herz kommt gleich raus. Ich sag mal so, wenn der jetzt aus dem Drilling kam, irgendwie, dann sind wir sowieso geliefert. Wir schnibbeln erstmal und aha, Herz steht schon mal 2-2. Ist übrigens immer schon so ein kleiner Hinweis, dass da ein Rollmops unterwegs sein könnte, bei Spieler 1. Könnte, sage ich jetzt mal, dass der aus dem Zwilling öffnet. Ja, und das sieht tatsächlich so aus, als ob er auf jeden Fall auch noch Pik und Karo Bube hat. Und ja, jetzt brauchen wir irgendwie ein bisschen das Glück, dass Pik auf den Tisch kommt. Und es kommt der König. Der König, ja. Der König lacht. Er ist häufig unterm Ass. Also rauf. Ja, das ist doch nicht zu fassen. Manchmal aber eben auch nicht. Hat also Spieler 1, der wohl den Rollmops hat mit zwei Buben, jetzt auch noch das Pik Ass dabei. Das ist natürlich dann der Blattschuss für dieses Spiel. Damit geht es nicht. Ja, herrlich. Trumpfvoller verliere ich auch noch. Und Vorhand, Spieler 2 hat aus Pik Dame König den König an Bord gebracht. Ja, gut, war pfiffig, hat mich dazu verleitet, mit der 10 raufzugehen. Das Spiel war ja auch schwach genug. Gut, was soll ich sagen? Wir werden es jetzt gleich sehen. Manchmal ist es ja nur so eine kleine Entscheidung. Ich verliere jetzt natürlich hier ohne irgendeine Chance mit nur 48 Augen, aber das heißt wiederum, wenn ich mit Pik nicht mit der 10 raufgehe, den König laufen lasse, dann bekomme ich Pik Dame und Pik 10 sehr wahrscheinlich, weil Hinterhand mit den 4 Trümpfen garantiert nicht noch auf den Partner schneidet, wo er 2 Herz schon bei mir gesehen hat und dann gewinne ich das Ding mit 61. Also manchmal sind es so Nuancen, doch jetzt war das natürlich ein totaler Fehlstart hier. So schnell geht das manchmal beim Skat. Die Liste hat noch nicht ganz begonnen, da bist du schon am Arsch, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja, Spiel 3 ist so ähnlich wie Spiel 1. Ich habe nichts, die beiden anderen trommeln. Wieder 48. 48 diesmal sogar aus Mittelhand und von Vorhand gehalten. Der macht wieder den Gang. Ja, super. Und der ist mit 2 und Kreuz 10 ist vielleicht wahrscheinlich blank. Wer weiß das schon? Gut, dann kann ich hier auch noch mal eine blanke 10 anbieten. Oh, gut. Kreuz 10 war nicht blank. Kreuz 10 aus Ass 10 gewimmelt. Also das ist so ein erstes Indiz, dass Spieler 2 vielleicht auch ein bisschen unbedarft ist. Das
tun sehr gute Spieler schon nicht, weil sie dem Partner damit natürlich ein falsches Signal geben, also ganz oder gar nicht. Wenn man wimmelt, dann haut man auch das Ass rein. War in dem Fall natürlich unerheblich, denn an dem Kartenstand ändert sich nichts. Die Karo 10 ist blank und damit ist das Spiel nun mal sowieso Schneider. So, da teste ich mal 18 mit diesem Mittelhandspiel, aber es ist mir nicht vergönnt und wir haben drei Reizungen am Tisch. Das kann heiß werden, da können Farblängen aufgezogen sein, bei mir zum Beispiel die ganzen Pik, woanders vielleicht die roten Farben. Das wird also, das wird sehr interessant. Diesmal sogar eine 50er Reizung aus Hinterhand und 48 von meinem Partner. Und ja, gut, Spieler 1, der spielt hier nur Grang, da kennt er kein Erbarmen. Bisher hat er auch allen Grund dazu. Jetzt bin ich mal gespannt auf diese Partie. So, da würde ich sagen, müssen wir schon mal mit dem König ran. Entweder mein Partner hat vielleicht unter seinem Kreuz Ass zu dritt gespielt bei der 48er Reizung, wäre eine Möglichkeit. Eher wahrscheinlich halte ich es jetzt, dass das eine Blanke war, dann steht der Alleinspieler auf dem Ass zu dritt. Also die beiden Möglichkeiten gibt es im Prinzip, in jedem Fall ist der König richtig. So, Alleinspieler nimmt raus, dann glaube ich, dass es blank war von meinem Partner. Und warum sollte der blank spielen? Warum hat der Alleinspieler 50 gereizt? Weil der einen Grang mit dreien hat. Okay, meine blanke Herz-Dame geht rein. Und jetzt wird es natürlich interessant. Mein Partner schnibbelt in Herz, aber warum schnibbelt er mit der 9? Das kommt mir ungewöhnlich vor, wo ich ihm die Dame gelegt habe. Nun gut, gucken wir mal. Ich die blanke 10, Karo 9. Also da kann ich nicht so richtig was mit anfangen. Erstmal offenbar glücklich, dass Karo 10 blank bei mir saß. Alleinspieler zieht Ass und König. Und jetzt kommt die Herz 10. Ja, wunderbar. Jetzt kann ich natürlich funden. Schön. Ich frage mich nur, warum hat mein Partner denn nicht direkt das Herz Ass gezogen? Denn ja, ich sehe es schon kommen. Der Alleinspieler hat noch die beiden Kreuzfaulen und die beiden Buben und jetzt ist kein Überspiel mehr da. Ja, wunderbar. Also Spieler 2, der hat es jetzt hier richtig vermasselt. Ich kann das Spiel natürlich jetzt nicht mehr lösen. Wenn ich Kreuz 10 werfe, dann sticht der Spieler und hat Rest und die Dame ist hoch. Spieler 2 hat es richtig vermasselt. Einmal fehlt ihm da offenbar der Durchblick, dass er nicht direkt mit dem Herz König schnippelt, denn er hat ja 4 Herz. Ich habe die blanke Herz-Dame abgeworfen und der Alleinspieler steht in 10 Lusche. Also braucht er auf die 8 gar nicht mit der 9 rauf, sondern direkt mit dem König und dann muss er natürlich sofort das Ass hinterherziehen. Hü oder hott, wenn die 10 gedrückt ist, gewinnen wir eben nicht. Ich werde natürlich dann auch das Pik Ass rein laden und danach kommt dann entweder noch ein Zwischenzug in Herz, aber spätestens dann der Einschub in Karo Ass König mit einer Karo Lusche. Dann muss der Spieler selber noch mit seiner Kreuzschwäche antreten und ja, dann kriegen wir also weit genug Richtung 70, wenn nicht mehr. Also das war jetzt natürlich ein grob geschenkter Grang und da lacht Spieler 1, hat jetzt plötzlich einen sehr, sehr guten Zwischenstand mit zwei 96ern in Folge, wäre aber ja nicht nötig gewesen und solche Sachen, die bringen mich dann natürlich auch ein bisschen auf Betriebstemperatur. Das tut dir natürlich weh, wenn du selber so gegrillt wirst und dann noch zuschauen musst, wie die anderen mit geschenkten Spielen davon galoppieren. Nützt aber nichts. Erstmal können wir nichts machen. Erstmal können wir uns das nächste Spiel anschauen. Kreuz wird gespielt. Oh, er sticht schon mit dem Buben. Na, wenn der Mann nicht mit Vieren ist, dann wäre ich jetzt sehr überrascht. Er hat alle Buben. Da wird er wohl noch einen Drilling in Karo dabei haben. Okay, perfekt. Der steht auch 2-2. Gut, sind wir halt gerade rausgekommen. Und das war's dann auch schon. So, sechstes Spiel. Jetzt muss ich ja irgendwie auch mal was machen. Also, ich habe zwei Buben, ich habe zwei bestellte Asse. Karo 8, 9 Dame. Eigentlich, ehrlich gesagt, wäre es ja nur ein einfacher Karo. Aber zwei Buben, zwei Asse in so einem Kurzstreckenformat. Da muss ich jetzt auch mal gucken, ob Spieler 2 denn hier vielleicht ein 0 wollte oder ein Pik wollte. So, ich komme also ran für 23. Also eine Verstärkungskarte wäre schon mindestens nötig. Schön wäre es sogar, wenn beide passen würden. Und dann, naja, Herz 7 und Kreuz Dame. Also ich weiß nicht, ob ich diese Karten gemeint habe, als ich von Verstärkung gesprochen habe.
Das ist natürlich jetzt ein Katastrophenspiel bei 23. Wenn ich für 18 rangekommen wäre, könnte man noch einen ganz mageren Karo mit kleiner Außenseiterchance spielen. Aber so, ja, gut. Kreuz kannst du natürlich machen, aber das war mir jetzt zu dusselig, muss ich sagen. Dann tatsächlich lieber Augen zu und durch. Manchmal ist der Grang das einfachere Spiel, also dieses Kreuzfarbspiel, der muss ja auch sehr gut sitzen. Ich habe hier aber sowieso nicht mehr viel zu verlieren, dann kann ich auch das teurere Spiel machen. Also Grang mit absoluten Außenseiterchancen. Und dann der Aufschlag, Pik Lusche König, als ob sie durch die Karten gucken. Ja, gut. Also Karo werfe ich nicht ab, die Dame muss irgendwie hochgespielt werden. Und weil ich doch vermute, dass Pik gleich sowieso hinterherkommt, schmeiße ich mal krumm ab. Also nicht erst die Kreuzlusche, sondern erstmal die Herzlusche. Immer ein bisschen Nebelkerzen zünden, wenn es irgendwie geht. So, jetzt kommt Pik zurück. Dann kann ich dann Kreuzlusche abschmeißen. So, und Pik steht schon mal ganz artig. 3 zu 3. Das ist doch erfreulich. Das lässt auch hoffen, dass der Rest der Karte auch ganz glatt steht. Und dann brauche ich ja hier auch vielleicht gar nicht stechen. Dann kann ich hier auf 25 auch noch meine letzte Herzlusche abschmeißen und habe jetzt nur noch in Anführungsstrichen die Karos und die Buben, die da schwach sind. 40 und es steht glatt 50 Augen. Jetzt noch die Jungs, jetzt noch die Jungs. Ja, ist es denn zu fassen? Also das Spiel lief ja wirklich besser, als man hätte träumen können. Alles stand aalglatt. Das Einzige, was ich mich hier vielleicht fragen kann, ist, was zum Geier hat Spieler 2 in Mittelhand da eigentlich gereizt? Der hatte ja gar nichts. Nur den Karo Buben. Pik Ass fehlte ihm auch noch. Ja gut, Karo Ass 10 hatte er. Das war es dann aber auch schon. Und einen roten Buben hat er mich schön hochgetrieben. Also wenn ich hier für 18 rankomme, dann spiele ich ganz normal den Karo. Hat er mich ein bisschen hier zu meinem Glück gezwungen, obwohl, wenn ich hier auf den Zwischenstand gucke, minus 24 immer noch von Glück, wollen wir da mal nur ganz eingeschränkt sprechen. Aber das Spiel war natürlich schon glücklich, dass es gewonnen wird. So, und jetzt ist Spieler 1 wieder dran. Und kann das sein, dass er ein bisschen ungeduldig wird hier mit den Füßen schart, so gut wie er steht? Er bietet mir hier 24. Ich habe wieder zwei Buben und zwei Asse. Aber jetzt bei 24 lasse ich das Spiel mal ziehen. Dann soll er mir mal zeigen, was er diesmal Starkes in der Hand hat. Aha, Kreuz. Da sitze ich aber ganz schön dagegen. Und mein Partner hat auch noch ein Ass. Herz, Ass, erstmal 14 Augen. Also wenn das Spiel gewonnen wird, das halte ich jetzt schon für schwer. Und Herz 10 kommt sofort hinterher. Also wahrscheinlich nur zu dritt, nicht aus der Viererlänge. Das würde mich schon wundern, wenn mein Partner mit wenig Trumpf eine Viererlänge von oben mit den Vollen öffnet. Deswegen hatte ich hier das Karo Ass auch schon in der Hand, wie ihr seht. Aber dann habe ich mir irgendwie gedacht, nee, das Spiel ist mir doch zu stark, meine Gegenkarte, als dass ich es jetzt auf eine Karte setze. Wenn Spieler 1 eben so spielt, wie ich ihn jetzt einschätze nach den Partien, also einen starken oder einen aggressiven Skat, dann kommt er vielleicht auch mal auf die Idee, zwei Herz zu drücken. Dann werfe ich hier lieber mal nur die Pik Lusche ab. Und so ist es auch. Er sticht und er zieht Pik Ass. Ja, und wenn es so ist, dann hat er natürlich einen Fünftrümpfer mit Pik Ass 10, eine Herz und dann hat er auch eine Karo dabei. Diese Stellung ist mir natürlich bekannt. Also sofort Karo Ass hinterher, schnell den 21er rausnehmen und dieses Spiel, das kann er jetzt einpacken. War also genau richtig getroffen. Wenn ich da auf die Idee komme, Karo Ass zu wimmeln, gewinnt er das Spiel im Schweinsgalopp, sticht die 21, zieht den Doppelläufer Pik und hat kein Problem mehr. Aber da habe ich ihn zum Glück rechtzeitig durchschaut und damit ist das Spiel natürlich ohne Chance auf 47 Augen. Also, es geht ein wenig zurück, auch bei Spieler 1, der kommt mir ein bisschen entgegen. Und ja, was haben wir denn hier? Vier Asse, eine 10. Jetzt springt der Motor mal hoffentlich in meine Richtung an. So, Findung wieder nicht so pralle, gerade so die Kreuzdame, der fünfte Trumpf in Kreuz, der sorgt jetzt natürlich dafür, dass ich den Grang ohne 4, den ich eigentlich gerne spielen würde, dass ich den nicht mehr so gerne spiele. Erstens mal die 20er Reizung, wo ich zwei rote Farben nur zu zweit habe. Und dann fehlt mir ja auch noch der Kreuzkönig, sodass ich nicht sinnvoll 21 in Kreuz drücken kann. Also, obwohl ich nicht gut stehe, ist es mir jetzt doch zu heiß geworden, hier ohne Not den Grang ohne 4 zu spielen. Da mache ich lieber den Kreuz. Der sieht nun noch eine ganze Ecke
besser aus. Ist natürlich auch nicht unverlierbar, aber sieht viel besser aus als der Gang ohne 4. Ja, und es geht gleich wieder los. Direkt die schwache Farbe von mir getroffen. Ja, entweder zu dritt oder vielleicht blank. Bei 20er Reizung würde ich Spieler 2 ja eher die Herz zutrauen. So oder so, ich denke, hier ist Schnibbeln mit der Lusche angebracht, um Kontrolle zu behalten. So, hinten die Dame kann aus der 10 zu dritt sein, könnte blank gewesen sein. Das steht noch nicht hundertprozentig fest, aber dass die Trümpfe zu viert bei Spieler 2 stehen, das scheint jetzt schon amtlich zu sein. So, Karo 10 wird auch zurückgehalten. Okay, gut, da kann ich kontrolliert jetzt den Pik-König abschmeißen, denke ich, da wird nichts passieren. Denn das sind jetzt einfach ein paar Augen zu wenig. Wunderbar, soll er gerne Trumpf ziehen. Meine Trumpf 10 ist auch hinüber, Pik 10 ist auch weg. Langt ihn aber nicht, ich glaube 55 oder so haben sie. Denn ich bekomme ja noch die Herz 10 und gewinne Kreuz ohne 4. Ja, also, das Blatt hat sich hier in kurzer Zeit dann schon wieder ein wenig gewendet. Sah es eben noch hoffnungslos aus. Habe ich jetzt einen ganzen Satz gemacht. Das heißt, Spieler 1 eben noch meilenweit weg ist jetzt schon, naja, in Schlagweite würde ich noch nicht sagen. Das ist aber Spieler 2. Also eins nach dem anderen, wollen wir mal sagen. Aber so darf es natürlich weitergehen. Tja, tja, zwei Asse im Bube, 18, sage ich mal. Okay, wird gehalten. Spieler 1, der ist jetzt vielleicht auch auf dem richtigen Weg in den Abgrund, aber nein, diesmal hat er wieder einen Grang, also hat er wahrscheinlich wieder entweder besser gefunden oder von Haus aus die bessere Karte. Jungs springen auch links und rechts, wie er es braucht. Ah. Oh, Karo König, das sieht aus wie Schneider Schwarz. Fünfmal Kreuz von oben, zwei Buben und Karo Ass 10 Lusch. Ja, so ist es auch. Okay. Die Karte gibt ihm wieder Rückenwind. Der dritte 96er hier auf 478. Tja, scheint nicht aufzuhalten zu sein. Zumindest nicht so, wie es bisher ausschaut. Und der spielt weiter, der spielt ja unbeirrt. Aber jetzt wieder Kreuz, okay. Habe ich wieder 4 dagegen. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Karte, was ist da los? Spieler 2 träumt. Aha. Gut, Karo Lusche, wie eben auch. Der König ist hier wohl Pflicht, mit der 7 zu tauchen. Ist wohl weder gut, wenn der blank war, und es ist auch nicht gut, wenn der aus dem Ass zu dritt kam. Also rauf mit dem König. Ja, und wen haben wir denn da? Die Karo Lusche kommt direkt zurück. Also das deutet natürlich darauf hin, dass es ein schwaches Spiel ist, sonst würde der Spieler nicht sofort mit dieser schwachen Farbe zurückkommen. Also schwach, damit meine ich, es wird wohl kein klassisches Spiel mit 5 oder 6 Trumpf aufwärts sein. Dann hätte der Spieler eher Trumpf fortgesetzt. Das ist eigentlich schon ein ganz sicheres Zeichen, dass es nur ein Viertrümpfer ist und der Spieler eigentlich auf eine günstige Verteilung angewiesen ist, dass er vielleicht auch irgendwie mit den Buben volle schnappen will. Deswegen spiele ich jetzt einfach Karo zurück und mein Partner, dem ich ja nun dann 3 Trumpf zutraue, der soll hier eigentlich stechen, tut er aber nicht. Tut er nicht, das wundert mich jetzt schon ein bisschen, wo er Herz Ass gewimmelt hat, dass er jetzt nicht sticht. Ja, das ist jetzt eigentlich wieder erwartet. Der Alleinspieler hat offenbar gar kein Interesse in diesem Spiel über Trumpf zu gehen, sondern der spielt jetzt seinen nächsten Drilling. So ist natürlich die ganz starke Vermutung. Gut, dann kann ich hier einmal schön die 10 wimmeln und dann steche ich meinen Trumpf Ass nach Hause, muss er ja noch bedienen. Jetzt muss er stechen, weil er nur noch Trumpf hat. Und ja, mein Partner sitzt dahinter, muss allerdings Herz noch bedienen. Trumpf König nur vom Alleinspieler. Also das war ja schon steil von meinem Partner, dass er da in der Trumpf 10 sitzen bleibt, nicht damit im dritten Stich Karo erstmal die 10 nach Hause bringt. Hätte ja durchaus auch sein können, dass der Alleinspieler dann in Trumpf doch noch ein bisschen stärker ist, auch wenn es vielleicht nicht den Anschein gemacht hat. Also gut. Mein Partner, der hat sich da ein bisschen risikofreudig gezeigt. Das nützt dem Alleinspieler in dem Fall aber nichts. Das Spiel war zu schwach. Und ja, was macht Spieler 1 denn da? Er steht so gut, zweimal schon, und zieht sich dann jeweils völlig chancenlos mit deutlich unter 50 Augen zwei Spiele rein.
hat das irgendwie vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben. Er wollte wohl hier gleich Moskau an 2 Tagen erobern. Okay, das kann mal funktionieren, aber oft ist es eben nicht der Fall. Ja, bei mir ist irgendwie der Ofen aus. Das war ein kurzes Aufflackern zwischendrin. Jetzt sind die beiden anderen wieder im Drücker. Okay, du kannst beim Skat nicht immer gewinnen, solange du gut kämpfst und dir nichts, hast du dir am Ende auch nicht unbedingt was vorzuwerfen. So, auf 24 passt mein Partner. Ja, was soll mir das jetzt sagen beim Gang? Hat er Kreuz, hat er Karo, hat er Pik? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es jetzt auch mal ein Gang mit nur zwei Buben und mein Partner zufällig ein paar Herzen abbekommen. Aufgrund der Reizung kann ich jedenfalls keine Rückschlüsse über irgendwelche Farben ziehen. Also öffnen wir mal einfach das Herz Ass. So, war das jetzt gut? War das jetzt schlecht? Scheiße, es war scheiße. Die Viererlänge 10 zu 4 beim Alleinspieler getroffen. Und mein Partner sticht nicht, was aber bedeutet, dass er dann zwei Buben hat. Also das war natürlich dann bitter getroffen. Okay. Ja, dann, ne, Herzkönig ist mir zu wenig, dann warte ich lieber auf Kreuz 10. Die will ich dann beladen, dann kommen wir auf jeden Fall raus. Huch, was war das? Jetzt sticht er 4 Augen und spielt Karo? Karo? Also, jetzt verstehe ich hier die Welt nicht mehr. Das Spiel. Jetzt spielt er sich selbst noch die Karo 10 kaputt. Das geht jetzt doch dann ein wenig über meinen Verstand. Ah, Kreuz 10 ist auch gar nicht beim Spieler. Kreuz 10 ist bei meinem Partner. Gut, okay. Das war jetzt ein bisschen kurios, der Verlauf, der Schneider sicher nicht unbedingt nötig. Da haben wir uns wahrscheinlich gegenseitig unterstützt, mein Partner und ich. Was der eine nicht verstanden hat, hat der andere erst recht nicht kapiert. Aber gut, dann sind es 24 Punkte extra für Spieler 2. Und jetzt ist das plötzlich eine enge Kiste zwischen den beiden. 3,56 zu 3,52. Beides noch keine Top-Ergebnisse. Ich aber mit 166 jetzt doch schon irgendwie zu weit weg. Was brauche ich denn jetzt? Ein 144er Spiel, dann ein 144er. Mensch, so einfach ist das. Gang mit vielen Schneider. Dann überrunde ich sie beide auf einen Schlag und spar mir die 5 Moneten. Ja, da müssen jetzt ja nur noch die beiden Alten drin liegen und ich muss sie Schneider. Nee, irgendwie wird das wohl nichts. Na gut, dann mische ich mich auch nicht mehr ein. Dann lasse ich Vorhand nochmal spielen. Da kommt dann noch mal so was Langweiliges raus. Null Ouvert, nur mit blanke 8 im Ausspiel. Na gut, schenken wir, schenken wir, schenken wir, schenken wir. Nimm sie hin und geh von dannen. Was hat er denn jetzt gespielt überhaupt? 5 zu 2, ne? Ja, 5 zu 2, 450. Hast ja alles gereizt, hast ja alles gespielt. Mit 450 kriegst du von mir 5 Euro. Spieler 2 kriegt auch 5 Euro. Herzlichen Glückwunsch dazu. Für viel mehr wird es bei euch wohl auch nicht unbedingt gelangt haben. Meine 166, die behandle ich als Streichergebnis. Dann werde ich einfach weiter versuchen und demnächst wieder Ergebnisse 400, 500, 600 aufwärts raushauen. Und dann gucken wir mal, was diese Woche passiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis bald.